Moderne und innovative Möbel gepaart mit dem richtigen Gespür für Holz. Das charakterisiert die Schreinerei Löw Breidenbach Möbelbau aus dem badischen Elchesheim-Illingen. Die harten Fakten. 17 Mitarbeiter, davon 6 Azubis und eine gute maschinelle Ausstattung mit 2 CNC-Bearbeitungszentren. Komplexe Aufträge für Privat- und Geschäftskunden bestimmen den Alltag der Schreinerei. Die beiden Geschäftsführer waren schon vor der Gründung im Jahr 2011 ein gutes Team. Mein Kompagnon, der Thorsten, das war früher mein Meister in meinem Ausbildungsbetrieb. Wir waren öfters zusammen auf Montage, haben uns immer gut verstanden. Und irgendwann haben wir mehr aus Jux gesagt, war, irgendwann machen wir uns mal zusammen selbstständig. Ja, dann hatte Kollege Löw ja seine Gesellenprüfung gemacht. Ich damals gerade Meisterprüfung. Herr Löw war dann auch ein Jahr im Ausland und dann hat er noch später studiert in Rosenheim. Und das, was damals so flaps dahergesagt wurde, das hatte ich schon fast vergessen, bis irgendwann der Herr Löw angerufen hat, Mensch, was macht denn unser Traum? Und so kam es dann, dass wir dem Traum weitergesponnen haben und seit 9 Jahren eben zusammen die Firma Löw Breidenbach Möbelbau haben. Für den andauernden Erfolg der Schreinerei sorgen die herausragenden Projekte des Gespanns. Ob ein individueller Pausenraum aus einem Stück oder ein Bad, das sich an einem Schneckenhaus orientiert. Das war ein Kunde aus der Nachbarschaft, ich sag mal, ein bisschen verrückter Typ. Der wollte ein Bad in so einer Schneckennudelform. Ja, naiv wie wir waren, haben wir gesagt, klar, machen wir. Hat sich dann alles doch ein bisschen komplexer herausgestellt als ursprünglich gedacht. Aber wir haben es hinbekommen. Wir haben es dann auch mit dem Kran hoch in den dritten Stock gehievt, ein bisschen abenteuerlich. Es steht, er ist sehr zufrieden, er ist sehr anspruchsvoll. Und für den gleichen Kunde haben wir auch einen Küchenblock gefertigt. War eins der Lieblingsprojekte, herausfordernden Projekte, also so ein Herzensprojekt, sage ich mal. Haben auch lange dran rumgedoktert, bis es mal so war, wie sich der Kunde, wie wir uns das vorgestellt haben. Besonders wichtig ist den beiden, immer wieder ganz spezielle Lösungen zu kreieren. Stolz sind sie auch auf die umfassende Neugestaltung eines 250 Quadratmeter großen zahntechnischen Labors in Karlsruhe. Das Highlight, die gerundete Empfangstheke aus IMI-Beton und Corian. Das Tolle am Corian ist halt wirklich das Fugenlose. Ja? Also, dass auch irgendwelche Klebestellen und so weiter nicht sichtbar sind. Das Tolle ist, dass man es halt wirklich in freie Formen biegen kann. Da haben wir mit unserem Vakuumpressen und so weiter, was wir da alles in der Werkstatt haben, natürlich schon tolle Möglichkeiten. Und ja, es sind auch gern Zulieferer, zum Beispiel für einen Schreinerkollege oder so, der sagt, Mensch, ihr macht es ständig, hole ich das lieber bei euch. Der Betrieb ist sehr zukunftsorientiert und setzt vermehrt auf digitale Helfer. Noch recht neu im Betrieb ein Kantenband-Management-System. Das soll für mehr Klarheit in den Abläufen der Schreinerei sorgen. Für uns war immer das Problem, wenn man einen Auftrag hat, der stressig ist oder Messebaugeschichte, die einfach fertig werden muss und es ist die Kante aus, dann kostet mich das unter Umständen so viel mehr Geld. Allein der Aufwand oder den Stress, den man damit hat. Und wenn ich einfach weiß, es fehlt Material oder ich muss bestellen, dann ist mir das einfach wert. Jetzt ist jedem Kantenband ein Regalplatz zugewiesen. Per LED-Leuchte wird dem Mitarbeiter der richtige Platz angezeigt. Auch vom Büro aus ist es möglich, die Daten einzusehen, nachzubestellen und Neubestellungen in das System einzupflegen. Das Problem der Kantenbandsuche ist also gelöst. Das Team Löw Breidenbach ist nicht nur wegen seiner Offenheit für neue Lösungen so erfolgreich. Auch die Aufstellung ihres Teams ist nicht alltäglich. Also anfangs hat man ja gar keine Mitarbeiter. Und dann hat man einen, den musste man sich dann immer teilen für ein Projekt. Das war dann ein bisschen blöd. Dann hat man zwei, dann hat jeder einen gehabt. Dann wusste man immer, okay, der ist für mich da, den kann ich einplanen. Ja, es war einfach organisatorisch das Einfachste für uns, wenn jeder einfach die eigenen Mitarbeiter hat.
klar, wenn einer mal Stress hat, dann leiten wir mal einen aus, wenn es sein muss. Aber letztendlich hat jeder sein Team und das klappt eigentlich auch ganz gut. Und damit es auch in Zukunft bei der gut ausgestatteten Schreinerei klappt, hat uns Benjamin Löw beim Abschied verraten, es gibt Nachwuchs. Demnächst kommt ein Roboter in die Schreinerei. Die einzige Frage, die noch nicht geklärt ist, in welches Team?